Es ist eine zeitraubende und anstrengende Arbeit, die flachen Gräber mit einem Stock in den harten Boden zu graben und die Leichen mit einigen Steinen abzudecken. Du hoffst, damit die Krähen wenigstens für eine Weile von ihrem Mahl fernzuhalten. Du setzt deinen Weg fort, um vor Einbruch der Nacht noch einige Meilen zwischen dich und deinen grausigen Fund zu bringen. Gehen wir erstmal hier unten rum und dann da hoch. Wow, hat's jetzt vollgebracht. Aber egal, zum Gehöft wollte ich eh. Was ist denn? Als die Giebel des kleinen Bauernhauses und der Scheune hinter einer Kuppel auftauchen, hörst du lautes Kindergeschrei. Ein Mädchen läuft lachend den Weg entlang, verfolgt von einem kleinen Jungen mit großem Stock in der Hand. Mit entschlossenem Gesicht versucht der Junge, seine Schwester einzuholen, hat auf dem unebenen Weg aber große Probleme, seine kurzen Beine unter Kontrolle zu halten. Okay, was machen wir denn? Also drei auf keinen Fall. Beobachten oder gehen wir auf die zu und grüßen freundlich? Hey, wir sind ein freundlicher Zwerg, ne? Von daher... Du gehst auf die beiden zu. Als du gerade deine Hand zum Gruß heben willst, fällt der Blick des Jungen auf dich. Seine Augen werden groß und er deutet mit seinen knubbeligen Fingern auf dich. Mehr als ein Da bringt er nicht hervor. Auch das Mädchen hat sich nun zu dir umgedreht. Noch bevor du etwas sagen kannst, hat sie ihren kleinen Bruder am Arm gepackt und läuft schreiend auf das Bauernhaus zu. Ah! Okay, dann folgen wir mal. Ohne Eile folgst du den Kindern zum Bauernhaus, in dem sie verschwinden. Tut mir leid. Nach wenigen Augenblicken kommen sie von ihren Eltern begleitet wieder heraus. Der Vater ist ein gedrungener Mann mit braunen Haaren. Ich bin Opatia. Das hier ist meine Frau Remsa. Die dunkelhaarige Frau nickt kaum merklich zur Begrüßung und drückt ihre Tochter fest an sich. Sie mustert dich mit sorgenvollem Gesicht. Es freut mich, euch kennenzulernen. Mein Name ist Tungdil. Du versuchst, deine Stimme so harmlos wie möglich klingen zu lassen. Entschuldigung. Verschiedene Fragen. Wir fangen einfach mal oben an, würde ich sagen. Es tut mir leid, wenn ich eurer Frau und den Kindern Angst einflößen sollte. Der Mann winkt ab. Nein, nein, mein holdes Weib ist dieser Tage nur besonders schreckhaft. Die Orks wurden nahe seelenschön gesichtet. Du solltest das ernster nehmen. Die Bäuerin drückt ihre Tochter noch fester an sich, sodass diese sich unter Protesten befreit. Der Junge macht aufgeregt einen Schritt nach vorn und zerteilt die Luft mit seinem Stock. Wenn Fremde kommen, sollen wir weglaufen. Aber ich kann sie auch verhauen. Lächelnd tätschelt Opatia seinem Sohn den Kopf. Wir sind sicher. Die Orks haben keinen Grund, so weit nach Norden zu ziehen. Ja, nun, ich meine, wenn Orks in der Nähe sind, ne? Wenn da irgendwo Orks sind, Leute, haut ab. Wäre es nicht besser, in eines der größeren Dörfer zu ziehen, wenn sich hier Orks herumtreiben? Der Hof ist unser Lebensunterhalt. Wir können hier nicht einfach weg. Die Felder bestellen sich schließlich nicht von selbst. König Tilogons Reiterei wird sich schon um die Orks kümmern. Oder Lord Ionan und seine Zauberer. Aber die Reiterei kann nicht überall sein. Eine Handvoll Orks wäre bereits genug, um... Wenn die Saat ausgebracht ist, dann baue ich das Versteck, so wie du willst. Aber was nützt uns ein Versteck, wenn wir im Herbst nichts zu essen haben? Da hat er recht. So, sofort bauen. Ohne Ernte, erst sehen, dann Versteck. Ich sag mal so. Wenn er jetzt sät... Heute, ne? Sehr lange unterwegs, der macht das alles mit Hand. Aber dann kannst du doch am nächsten Tag schon mal bauen, oder nicht? Bau mal sofort. Wenn sich Orks in der Gegend befinden, dann solltet ihr keine Zeit verlieren. Baut das Versteck. Der Zwerg hat recht. Remsa schenkt dir ein dankbares Lächeln, ehe sie sich an ihren Mann wendet. Wir kümmern uns um die anderen Probleme, wenn wir sie haben. Wichtig ist erst einmal, dass wir in Sicherheit sind. Opatia schweigt für einen Moment mit finsterer Miene. Dann zuckt er mit den Schultern. Also gut. Zwerge kennen sich schließlich am besten mit Orks aus. Dann fahren wir mal. Sind euch in den letzten Tagen zwei Reisende aufgefallen, die in Richtung Osten unterwegs waren? Opatia schaut fragend zu seiner Frau, doch sie schüttelt den Kopf. Warum fragst du? Tja, ich habe da hinten nämlich Leichen gefunden. Zwei Leichen am Wegesrand, einen guten Tagesmarsch östlich von hier. Leichen? Hastig hält sie ihrem Sohn die Ohren zu. Waren es Orks? Remsa, was sollten die Orks hier oben zu suchen haben? Es waren bestimmt bloß Räuber. Du verabschiedest dich und setzt deinen Weg fort.
Die Kinder laufen dir noch eine Weile hinterher, ehe sie sich lachend auch verabschieden und wieder zurück Richtung Hof laufen. Mhm. Tja, die Orks. Wobei, waren das Orks? Erst nach Gutenauen? Erst in die Stadt oder erst zum Fragezeichen? Erst einmal in die Stadt, oder? Du blickst auf ein großes Dorf am Ufer der Warda hinab. Teile des Dorfes wurden auf Stelzen in den Fluss gebaut. Eine Holzbrücke überspannt das schnell fließende Gewässer. Eine große Holzpalisade wurde errichtet, um das Dorf vor Angriffen zu schützen. Wir folgen erstmal. Die Wachen auf der Palisade beobachten dich. Ihre Rüstungen sehen gepflegt und gut gearbeitet aus. Der Schmied, der sie anfertigte, wusste, auf was es ankam. Daraus schließt du, dass die Männer auf den Schutz der Rüstungen angewiesen sind und sie nicht nur wegen der äußeren Wirkung tragen. Das sind sicher keine Dörfler. Das sind Soldaten, ne? Oh, schön. Haben wir wieder eine Sequenz? Wäre es interessant zu wissen, was jetzt passiert wäre, wenn wir irgendwie außenrum erst gegangen wären. Feuer ist mal gut. Ob zum Beispiel dann die Orks schon hier gewesen wären, so viel Hitze auch bei dem Hof vielleicht, dass du dich ihnen kaum nähern willst, verbreitet das kleine Lagerfeuer angenehme Wärme. Es wäre der perfekte Platz für ein Nachtlager. Würdest du denn vor dem Dorf übernachten? Nein, wollen? Wir gehen natürlich rein. Was haben wir da? Ein Gebüsch. Du hast die letzten Nächte unter Büschen auf hartem Boden zugebracht. Du sehnst dich nach einem guten Abendessen und einem richtigen Bett. Leute, ich hab schon mal gesagt, ne, wenn ihr noch weiter über Essen redet, ich hab Hunger. Das zweiflügelige Tor wurde aus kräftigen Bohlen gebaut. Solide, aber immer noch deutlich weniger massiv als die unbeweglichen Teile der Palisade. Hier wurde aus praktischen Gründen auf Sicherheit verzichtet. Nie eine gute Idee bei Festungsbauten. Ja. Gut, sprechen wir mal mit den Wachen. Hey Leute! Einige der Wachen beginnen zu tuscheln, als du dich dem Tor näherst. Hallo da oben! Was führt dich ins schöne Gutenauen? Und hast du unterwegs Orks gesehen, Unterirdischer? Der Mann, der sich über die Palisade lehnt, mustert dich aufmerksam. Fangen wir einfach mal oben an. Gutenauen ist bekannt für seine Gastfreundschaft. Eine Tatsache, die du dir gerade ausgedacht hast. Lass mich ein und ich werde anderen Reisenden davon berichten. So sehr ich es bedauere. Nach Einbruch der Dunkelheit bleiben die Tore verschlossen. Im Gesicht des Mannes kannst du kein Bedauern erkennen. Na dann. Euer Tor? Ich bin Schmied und ein Zwerg. Ich sage euch, euer Tor sieht zwar massiv aus, aber es wird einem echten Ansturm der Orks kaum standhalten. Das Gemurmel um ihn herum lässt den Mann innehalten. Jeden anderen, der das Bollwerk kritisiert hätte, hätte man ausgelacht und fortgescheucht. Aber wenn jemand etwas von Verteidigungsanlagen versteht, dann die Zwerge. Ein Zwergenschmied, der zufällig vor unserem Tor steht? Na, natürlich. Ich bin im blauen Gebirge für die Verteidigung und Pforte, natürlich. So ist es. Ich kann dafür sorgen, dass sich die Orks ihre Schädel an eurem Tor einrennen. Genau wie zu Hause an der Hohen Pforte. Schädel, die für euch bare Münze bedeuten. Du kennst das Bollwerk der Zweiten nur aus Büchern, aber am Gesicht des Mannes siehst du, dass du die richtigen Worte gefunden hast. Also schön. Du kannst die Nacht im Dorf verbringen. Gleich morgen früh fängst du mit der Arbeit an. Sie sollte besser halten, was du versprichst. Natürlich, Leute. Hallo? Selbstverständlich. Kleinigkeit. Ja, wir dürfen im Dorf übernachten. Sehr schön. Ein bisschen flunkern muss durchaus auch mal drin sein. Ist ja nur eine Notlüge. Und ich würde mal behaupten, ein bisschen was versteht er trotzdem. Nach einer warmen Mahlzeit verbringst du die Nacht behütet in einem Gasthaus in Gutenauen. Am nächsten Morgen fühlst du dich voller Tatendrang. Mit routinierten Griffen verstärkst du das Tor mit Querstreben aus Holz und Eisen. Es sollte einem Angriff nun deutlich länger standhalten. Söldner und Dorfbewohner schauen dir beeindruckt bei der Arbeit zu. Als du fertig bist, tritt ein Mann an dich heran. Fantastisch.
Es war richtig, dich ins Dorf zu holen. Der Rat lässt es sich einiges kosten, guten Auen vor den Orks zu schützen, wie du gestern Abend im Gasthaus erfahren hast. Das Dorf ist durch Brückenzölle reich geworden und dieser Reichtum soll verteidigt werden. Ja, Bezahlung. Hallo, wenn die reich sind? Ich habe fast einen halben Tag in die Verstärkung des Tors gesteckt. Wie wäre es mit einer kleinen Kompensation? Das Gesicht des Ratsmitglieds verdüstert sich. Wir haben für Kost und Logis bezahlt. Und weil wir großzügig sind, übernehmen wir auch noch den Brückenzoll. Guten Tag, Herr Zwerg. Arschloch. Schon, aber ist doch so. Hallo, so eine Goldmünze wäre doch mal drin gewesen. Klar. Du erreichst das Ufer der Worda und siehst Deitzeldorf auf der anderen Seite. Jedoch keine Brücke weit und breit. Die Boote der Fischer gleiten über das in der Sonne glitzernde Wasser. Keiner der Männer scheint von dir Kenntnis zu nehmen, während sie ihre Netze auswerfen. Ich möchte erstmal weiter. Du lässt das ruhige Ufer hinter dir und setzt deinen Weg fort. Ein Stück abseits vom Weg siehst du einen flackernden Lichtschein durch die Bäume. Er könnte von einem Lagerfeuer stammen. Wir schleichen erstmal näher ran. Du schleichst durch das Gebüsch in Richtung des Feuers. Doch du kannst leises Klappern deiner Ausrüstung nicht verhindern. Und immer wieder brechen kleine Zweige unter deinen schweren Schritten. Du fluchst leise, doch du setzt deinen Weg fort, bis du etwas erkennen kannst. Drei breitschultrige Männer mit Äxten sitzen an einem Lagerfeuer, über dem zwei Kaninchen brutzeln. Allein die Tatsache, dass die Männer laut miteinander scherzen und nicht auf ihre Umgebung achten, hat deine Entdeckung bisher verhindert. Wir belauschen sie erstmal, oder? Du schleichst auf die Männer zu, als ein fingerdicker Ast gut hörbar unter deinem Stiefel zerbricht. Erschrocken merkst du, dass die Stimmen der Männer verstummt sind. Entschuldigung. Die Männer sind aufgesprungen und greifen zu ihren Äxten. Wer ist da? Du trittst in den Feuerschein, die Hände beschwichtigend gehoben. Mein Name ist Tungdil, ich bin nur... Ich werd nicht wieder. Ist das ein Unterirdischer? Die Männer beäugen dich misstrauisch. Warum schleicht ein Unterirdischer hier rum? Wolltest du an unser Gold? Ich wette, er wollte unsere Kehlen durchschneiden, sobald wir eingeschlafen sind. Dieser unterirdische Abschaum! Ach, das Blut pocht in deinen Ohren und etwas mutiger, als du dich fühlst, fährst du den Mann an. Ich bin kein Dieb und erst recht kein Mörder. Ich wollte nur sehen, ob... Ha! Alle Unterirdischen sind Diebe! Taugenichtse! Dir fällt es schwer, deine Stimme wieder unter Kontrolle zu bringen. Haben Sie schon viele Zwerge getroffen? Genug, um zu wissen, dass ihr alle dreckige Diebe seid. Boah, ich nicht, echt nicht über Lust, dem einen einfach in die Fresse zu hauen. Aber denk noch mal genau jetzt, oder? Ich bin ein Zwerg. Ja, zu spät. Mit einer Axt. Und ich benutze die Axt nicht zum Bäume fällen. Die Männer sind sichtlich verunsichert und senken ihre Äxte ein wenig. Machen wir so. Das habe ich mir gedacht. Du wendest den Männern den Rücken zu und gehst selbstsicher zurück auf den Weg. Du hörst keine Schritte hinter dir und erst als du etwas Strecke zwischen euch gebracht hast, traust du dich über die Schulter zu blicken. Keiner der Männer ist dir gefolgt. Du atmest erleichtert aus. Es hätte eine sehr schmerzhafte Erfahrung werden können, wenn du die Männer provoziert oder ihnen gegenüber Schwäche gezeigt hättest. Egal, gehen wir erstmal weiter. Oder? Ich mache jetzt hier oben nochmal diesen... Ja, Hauptsache passiert nichts. Okay. Gut, wir kommen jetzt rüber, ne? Dein Weg führt dich zurück nach Gutenauen. Die Söldner auf den Palisaden halten noch immer nach Orks Ausschau. Oh, hoppala, ich wollte nicht. Seit du Gutenauen verlassen hast, ist ein ungutes Gefühl dein ständiger Begleiter. Jedes Geräusch im Wald lässt dich befürchten, von einer Orkhorde entdeckt worden zu sein. Doch letztlich bringst du den Tag hinter dich, ohne auf Grünhäute zu stoßen. Es scheint, als würde Vrakas dir noch einen weiteren Tag im geborgenen Land gönnen. Gehen wir mal deinen Wald. Bei Einbruch der Nacht kommst du an einer großen Eiche vorbei und beschließt, deine Wanderung für den Tag zu beenden.
Nahe der Eiche siehst du ein abgebrochenes Nachtlager mit einer Feuerstelle, die ein paar Tage alt zu sein scheint. Ist es das, was ich denke? Wenn ja, ist das richtig genial. Wenn ja, wenn die Stelle da mit drin ist, ist das richtig gut. Dann machen wir nämlich auf der Eiche. Du schwingst dich den Stamm hinauf und ziehst anschließend dein Gepäck nach oben. Du bist bereit, wie ein Vogel auf einem Baum zu schlafen, wenn du dich dafür den Blicken der Orks entziehen kannst. Du schlingst ein Seil zweimal um deinen Bauch und den Stamm, um nicht versehentlich abzustürzen. Du schließt die Augen und träumst. Du siehst den Nordpass und riechst den frischen, eisigen Wind, der über die Spitzen der großen Klinge und der Drachenzunge streicht. Doch die Harmonie wird von dem scheußlichen Gebrüll der nicht enden wollenden Flut von Orks gestört, die sich unaufhörlich gegen die Befestigung wirft. Du riechst das ekelhafte grüne Blut der Orks und schmeckst das ranzige Fett ihrer Rüstungen auf deiner Zunge. Der bittere Geschmack verstärkt sich auf unerträgliche Weise und reißt dich aus deinem Traum. Ja, es ist die Stelle. Du öffnest deine Augen und wunderst dich über die Helligkeit, da dir ein Blick in den Himmel bestätigt, dass es noch Nacht ist. Dein Blick wandert nach unten. Und was du siehst, lässt dir das Blut in den Adern gefrieren. Im Zweifel lieber immer auf dem Baum schlafen. Ist nie verkehrt, auch als Zwerg. Wenn man unten geschlafen hätte, wären wir jetzt wahrscheinlich tot. Gut, wahrscheinlich nicht, aber dann wäre das Spiel nämlich vorbei, ne? Ich bin Sintoras von Zonbalsur, mein Meister, Nordon der Zweifache, der Gebieter über das Tote Land, hat euch, die Fürsten Toboribors, erwählt, um das Schwert zu sein, das den Süden erobert. Du meinst, wir sollen die Knochen hinhalten und uns von dem Magus töten lassen? Um Lord Ionan und die anderen wird sich gekümmert. Sei ohne Sorge. Eure Aufgabe ist es, im Süden für Ablenkung zu sorgen, bis der Plan meines Meisters aufgegangen ist. Und wer von uns soll Anführer sein? Derjenige, der das meiste Land erobert. Das heißt, Grabner wird der neue Großschloss sein. Er funkelt Uschnotz und Baschkuk böse an. Die Sippe der Grabner Stor wird das meiste Land erobern. Niemals! Wir werden die Städte der Rotbluter schneller übereinen, als ihr das Mark aus dem Knochen saugen könnt. Wir werden sehen. Du möchtest deinen Augen und Ohren nicht trauen. Wenn diese Scheusale Tions gemeinsam in den Krieg ziehen, dann stehen dem geborgenen Land verheerende Zyklen ins Haus. Wir hatten übrigens gerade den Namen Nordon oder Nordon gehört. Einer der Vorbilder, warum ich diesen Kanal und auch andere Charaktere in anderen Spielen Nordoron genannt habe. Ich habe mich durchaus an diesem Namen etwas angelehnt. Die Nacht in der Eiche war die schlimmste deines Lebens. Die ganze Zeit hattest du Angst, von den Orks entdeckt und zerfleischt zu werden. Doch als die ersten Sonnenstrahlen die Baumkrone durchdrangen, brachen die Orks ihr Lager ab und zogen von dannen, ohne dich entdeckt zu haben. Puh, ich würde sagen, wir beobachten mal lieber noch, oder? Sicher ist sicher. Dein Blick schweift über das verlassene Lager und du lauschst angestrengt auf jedes Geräusch in der Nähe. Du hörst und siehst nichts Verdächtiges. Okay, dann können wir runter. Haben die hier Vorräte zugelassen, oder? Meine Junge, hier will ich mich erstmal direkt dran bedienen. Ich meine, da liegt eine fette Axt rum. Egal, wir können die Feuerstelle untersuchen, das reicht auch. Dich überkommt das Bedürfnis, dich zu übergeben. Du hast die Geschichten natürlich gehört. Aber zu sehen, dass die Orks tatsächlich Menschen essen, ist etwas anderes, als darüber zu lesen. Das ist die Stelle. Wusste doch, dass es hier war. Na los, nimm mir die bescheuerte Kette. Fuck. Hier ins Wurstner! Vor dir! Ah, ein Unterirdischer. Genau richtig für ein Frühstück.
Okay. Wir alleine haben keine Chance gegen die ganzen Orks. Wobei, ich habe in dem Buch gelernt, dass man niemals seine einzige Waffe wirft. Du wirfst niemals deine einzige Waffe, das ist immer schlecht. Deshalb, Leute, komm! Du weißt, dass du kein Kämpfer bist. Doch du willst dich den Orks wie ein Kind des Schmieds stellen. Vielleicht schaffst du es wenigstens, einen von ihnen zu töten und damit vor Vrakas nicht ganz so unzwergisch zu erscheinen. An mir werdet ihr zu beißen haben! Vrakas hat uns aus Stein gemacht! Oh. Ja, super. Weil wenn das die Stelle ist, dann... Oink, oink, kleines Schweinchen. Ja, nee. Na, wenn das nicht... Wenn ich mich nicht erinnere, Boendal und Boendil sind... Beruins, wie hast du es geschafft, deine Waffe zu verlieren? Oink, oink, Schweinchen. Dein Lieblingssatz, ne? Los, hol sie dir und halt sie dieses Mal gut fest. Hey, das war meiner! Du bist einfach zu langsam, Bruderherz. Zu langsam? Na, warte! Ach du Scheiße, das sind die wirklich? Boendal und Boendil, ich glaub... Boah, geilste Leute. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, na, aber... Ah, klasse. Langsam nimmt das Ganze doch Form an hier. 1, 2, 3, jetzt kämpfen wir nicht mit drei Leuten zusammen hier. Was haben wir hier? Boendil. Sprungangriff und Klingensturm. Und ja. Boendal, mächtiger Hieb und Eruption. Ja? Okay, machen wir erstmal folgendes. Du greifst die so Schluss an. Schluss damit! Und jetzt? Du springst da rein. Für das ist nämlich jetzt absolut der Pause-Modus. Absolut nicht verkehrt. Und du, was ist? Ja, okay. So gut wie erledigt. Bin wir. Was denn? In Ordnung. Zug. Solche Kreatur. Oh, das ist Pech für dich. Entschuldigung, ich muss mir eben abhauen. Einverstanden. Zack. Ja, ja. Was ist? Bam, einer weniger. Hm? Ich schlag verdammt hart zu. Für Vrakas. Ich hab drum gewehrt. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Oh oh. Und jetzt? Ja? Einverstanden. Schluss damit. Ich muss gucken, dass wir nicht sterben, ne? Ich brauche hier Hilfe. Schnell. Ich schlag verdammt hart zu. Ich brauche hier Hilfe. Schnell.